Digitalisierung für den Laborplaner bedeutet eigentlich, dass er komplett neu denken muss. Traditionell ist ein Labor eine feste Einrichtung, ähnlich wie man heutzutage eine Einbauküche kauft. Aufgesetzt für einen Verwendungszeitraum für zum Beispiel 20, 25 bis zu 30 Jahren. Übliche Projekte im chemischen, analytischen Labor, im Entwicklungslabor sind oftmals nur bis zu 3 Jahren angelegt. Das heißt, man kann nur wenig in die Zukunft schauen, was für Anforderungen danach bestehen. Und genau diesen Ansprüchen muss man gerecht werden. Das heißt, man braucht ein flexibles Labor, Module, die man zu immer wieder neuen Arbeitsabläufen zusammengruppieren kann, Geräte, die dorthin funktionsintegriert sind und natürlich im Schluss einfach zu bedienen.